Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena ist der Pujan und ich bin Saji und wir sprechen heute über den 25. September. Am 25. September haben wir wie immer ein berühmtes Geburtstags... Bam! Ja? Und das ist heute... Die leckere Catherine Zeta-Jones. Ah, die ist schon ganz gut, ne? 1969 geboren an dem heutigen Tag. Hält sich erstaunlich gut, ist verbundelt mit Michael Douglas. Ja. Sohnemann von Kirk. Ja, hat sich geschnappt. Genau. Lecker Schnettchen, ja. Hat mitgespielt bei Das Phantom 1996, Die Maske des Zorro 1998 mit Antonio Banderas und Anthony Quinn. Nee, nicht Anthony, nee, wie hieß der? Von hier Hannibal. Und, Hopkins. Hopkins, Anthony Hopkins, genau. Und Chicago hat sie mitgespielt und Ocean's 12 hat sie mitgespielt. Und sie ist in Swansea, in Wales ist sie geboren. In Wales geboren? Wales. Ich dachte, die ist... UK Wales. Ist sie nicht Spanierin? Nein, sie ist Waliserin durch und durch. Ach so. So ist das. Aber da macht das wieder Sinn. Und Catherine hat heute Geburtstag, insofern sagen wir... Holla die Waldfee, immer schön Möpse zeigen und herzlichen Glückwunsch. Ja. Am 25. September 1992 ist auch nach 34-jähriger Bauzeit das letzte Teilstück des Rhein-Main-Donau-Kanal fertiggestellt worden. Rhein-Main-Donau-Kanal. Ist das ein TV-Sender oder was? Ja. Der Rhein-Main-Donau-Kanal. Ja, das ist ein amerikanischer Fernsehsender, der Rhein-Main-Donau-Kanal. Ist ja voll krass. Und hier sehen wir so einen kleinen Frachter. Frachter. Für die Flosse. Warum redest du so? Flussfrachter. Du hast angefangen mit Donau. Immer wenn wir so reden, da kommt der Dr. Browserfrosch bald um die Ecke. Oh nein, ich will nur ein bisschen bleiben. Ja, warum? Nee, hau ab. No! Dr. Brausefrosch, endlich wieder da. Der Pujan ging mir schon auf den Keks. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, naja, genau. Am 25. September, heute sprechen wir über diesen Tag, ist auch noch was passiert, was Dr. Brausefrosch uns gerne erzählen möchte. Selbstverständlich. Heute, am 25. September, ist nämlich Aktionstag, und zwar Tag der Zahngesundheit. Deshalb, liebe Kinder, immer schön Zähne putzen. Wer nicht mehr genau weiß, wie es geht, weil er schon ein älteres Kind ist, überhaupt kein Problem. Da haben wir nämlich was für euch. Und zwar könnt ihr euch hier bei den Zahnindianern mal darüber schlau machen, wie man Zähne putzt. Weiß zu rot, nee, rot zu weiß war es, richtig? Rot zu weiß, also immer hier vom Zahnfleisch zu den Zähnen. Und putzen nach Kai, kennst du? Ja. Das heißt, man lässt Kai zuerst ins Bad, er darf zuerst die Zähne putzen und danach ist man dran. Genau, so ähnlich, ja. Was heißt denn putzen nach Kai? Erst Kaufläche, dann Außenfläche, dann Innenfläche. Hm. Am 25. September 1983 wurde auch die 417 Kilometer lange TGV-Strecke des französischen Höchstgeschwindigkeitszugs fertiggestellt zwischen Paris und Lyon. Lieber Sascha, wusstest du eigentlich, dass der TGV von vornherein in direkter Konkurrenz zum ICE stand, natürlich, der von Siemens produziert wird und natürlich ausgeliefert wird. Natürlich. Der TGV liegt aber vorne, und zwar was die Geschwindigkeit angeht, was die Zuverlässigkeit angeht und was auch die Strecken angeht. Die Zuverlässigkeit, das glaube ich nicht. Oui, oui. Oui, oui. Und das war's. Das ist das Argument. Oui, oui ist das Argument. Ah ja, wenn du es so formulierst, dann muss es ja. So, ich muss wieder weiter zum nächsten Notfall, ein ungewolltes Kind wieder reindrücken, die Geburten rückgängig machen. Ja. Und das ist einmaliger Eingriff in der Geschichte der nicht zugelassenen Ärzte. Also haltet die Augen auf. Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen. Tschüss.